Hallo Leute, Freitagabend und ich mal wieder aus meinem Keller. Ja, das hat folgenden Grund. Ich wollte eigentlich heute Abend so ein Unboxing-Video machen von diesem Pedelec. Das hatte ich ja mal in einem Video erwähnt. Allerdings ist das Fahrrad noch nicht da. Ich hatte insgeheim gehofft, es kommt heute, aber dann wird sich das noch bis Anfang nächster Woche rausziehen. Naja, so muss ich halt auf Muskelkraft morgen zugreifen. Ich hatte nämlich vor, ja, dieses Unboxing heute Abend zu machen und dann morgen mit diesem neuen Pedelec auf Tour zu gehen. Was nicht ist, ich habe das Pedelec nicht. Deshalb, wie gesagt, mein altbewährter Drahtesel. Ja, und ich wollte unbedingt ein Video machen oder schon mal mit dem Video anfangen. Und dann habe ich mir gedacht, zeigst du doch mal, was du so auf einer Radtour, auf einer stinknormalen Eintagestour mitnimmst. Und man könnte glatt meinen, ich gehe auf eine Weltreise. Also wirklich, morgen ist das Wetter so durchwachsen angedacht und ja, da muss man schon ein bisschen mehr einstecken. Ich möchte morgen Samstag den Münster-Maifeld-Radweg fahren. Das ist ein Bahntrassenradweg und den möchte ich von Ochtendung, vom alten Bahnhof, bis nach Mayen fahren, weil da kommt man, glaube ich, über dieses Viadukt und durch diese zwei Tunnel. So ist mal der Plan. Ja, und dann würde ich mal sagen, zeige ich euch mal, was ich so alles einpacke. Und das ist noch lange nicht alles, weil morgen kommt noch das Essen dazu und so weiter und so fort. Einmal meine Regenkleidung. Und jetzt muss ich mal gucken, auf welche Seite ich die packe. Dann, weil es ja wieder frisch geworden ist, noch für eine Pause eine Ersatzjacke, wenn ich am Kochen bin. Dann eine Sitzunterlage. Ja, wenn es regnet, irgendwo dann doch ein bisschen trocken sitzen. Das war das. Ja, den Drangia. Mit allem drin, Gewürze, Öl, ja, und so weiter und so fort, kennt ihr ja. Da habe ich die neue Pfanne dabei, da bin ich mal gespannt. Ich will, obwohl, verrate ich noch nicht, was ich zu essen mache, aber es wird mit Sicherheit was Einfaches sein wieder. Ja, dann Brennspiritus. Ach ja, hier noch zur Kleidung meine Mütze. Ihr wisst ja, ich bin eine Frostbeule. Alles unter 25 Grad ist bei mir Winter. Deswegen die auch noch zu den Klamotten. Handschuhe. Ein Buff. Und zwar so ein dickes, richtig lang. Immer gut. Mittlerweile zur Grundausstattung gehört ja auch eine Maske. Könnte ich zwar drauf verzichten, aber was muss, das muss. Ja, was sonst noch? Ah ja, Getränke natürlich für die Pause. Getränke für die Pause. Ersatzschlauch. Mittlerweile bin ich mit so vielen Fahrrädern unterwegs, mit dem normalen Mountainbike, mit dem E-Mountainbike, mit dem Trekkingrad und da muss ich mir für jede Tour muss ich mir immer einen anderen Schlauch einpacken. Mittlerweile, ja, an einiges zu denken. So, das tue ich aber auch hier bei die Klamotten. Ja, das Stativ. Das klemme ich hier hinten auf den Gepäckträger. Was haben wir denn sonst noch? Ah ja, für die Insta 361, mit der ich gerade filme. Ja, so ein, ja, Action-Cam-Halter. Den mache ich mir hier vorne ans Mittelrohr. So. Dann Luftpumpe, sonst nutzt das ganze Flickzeug nichts. Ah ja, noch mein kleines Fläschchen Öl. Ich glaube, ich habe nicht mehr genug beim Drangia dabei. Und ein Selfie-Stick für vorne. Ah, jetzt drehe ich euch den Rücken zu, gell? Das ist auch blöd. Naja, dann die GoPro. Wobei ich ehrlich gesagt im Moment lieber mit der Insta filme. Ich finde, die macht schönere Bilder. Also nicht die 360-Grad-Kamera, sondern die normale Action-Cam, also das normale Action-Modul. Hat sattere Farben, finde ich persönlich schöner als die Aufnahmen von der GoPro,
GoPro 5, aber wie gesagt, da ist ja jeder anders Fan von. Ja, das 360-Grad-Modul habe ich dabei. Dann Ersatzakkus für die GoPro. Einen kleinen ja, Ersatzakku, falls mal unerwartet was an Akkus leer geht zum Nachladen. Einen großen Ersatzakku. Mittlerweile hat auch alles einen anderen Stecker. Hier, das ist ein USB-C-Stecker. Muss man jetzt auch dran denken. Ja, und dann war es das eigentlich. Soweit war es gut. Gell? Da kommt noch das Essen dabei. Dann ja, noch ein bisschen Kleidung, weil wie gesagt, ich bin eine Frostbeule. Und eine Wasserflasche morgen früh noch. Man könnte meinen, man geht auf eine große Radtour. Gell? Wenn ich sehe, was ich in den Packtaschen habe für eine normale Tagestour. Ja, wie gesagt, ich wundere mich, wie das dann auf einer großen Tour funktioniert. Und dann würde ich sagen, war's das und dann sehen wir uns morgen früh, also am Samstag wieder, wenn es auf Tour geht. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und bleibt jetzt dran und guckt euch die Tour an. Bis dann! Samstag, der 21.11. und ich stehe jetzt hier auf der Pfaffendorfer Brücke. Hinter mir zu sehen Koblenz und das kurfürstliche Schloss. Ja, für mich geht es jetzt in Richtung Ochtendung, alter Bahnhof, und da starte ich auf die Bahntrasse Münster-Maifeld-Radweg. Ich würde sagen, ich lege mal los. Ich habe Komoot eingeschaltet, habe jetzt noch 21 Kilometer bis nach Ochtendung. Und das ist ganz praktisch, da kann ich mich warm radeln, weil wir haben minus 1 Grad streckenweise bei uns oben auf dem Berg, waren die Straßen gefroren und ja, es wird langsam Winter und frisch. Aber schön, dass ihr dabei seid und jetzt genug geschwätzt, weiter. Hier die Rabenbäume von Koblenz, also ohne zu übertreiben, das sind Tausende, wirklich Tausende an Raben. Ja, ihr könnt es hinter mir vielleicht sehen, wirklich ein toller Sonnenaufgang. Ach, klasse Stimmung hier an der Mosel. Ja, für mich geht es jetzt weiter Richtung Kurt-Schumacher-Brücke, da über die Mosel drüber und dann weiter Richtung Ochtendung. Hier auf der Kurt-Schumacher-Brücke muss ich jetzt hinter mir, seht vielleicht die Wendeltreppe hoch. Ja, das mit dem schweren Fahrrad und dem Gepäck, die erste Herausforderung gemeistert. Aber ich bin noch lange nicht in Ochtendung. Ich habe jetzt noch gut, ja, 10, 15 Kilometer bis dahin. Und deswegen würde ich sagen, weiter geht's. Komoot wollte mich jetzt anders schicken hier in Rübenach, so unten an der Hauptstraße entlang.
Jetzt habe ich aber ein Radwegschild gefunden, welches sagt 13 Kilometer bis Ochtendung. Und dem folge ich jetzt. Hinter mir der Blick auf Koblenz und ja, von euch aus gesehen rechts die Firma Canyon da hinten. Und ja, ich bin jetzt wieder hier auf dem Fahrradweg. Ich bin jetzt ein wildes Potpourri durch Rübenach gefahren und habe jetzt noch 10 Kilometer bis Ochtendung. Jetzt muss ich gerade den Kameraakku von der GoPro wechseln. Der ist von 70% auf 0 runtergegangen, warum auch immer. Aber die GoPro 5, die wird bei mir hier bald Geschichte sein, weil ich habe ein Angebot bekommen von Insta360 One. Und die möchten mir die Ein-Zell-Sensorkamera schicken und ich denke, dann wird die GoPro hier ausgedient haben. Naja, aber dazu später mehr. Jetzt geht's erstmal weiter. Achtung, Gefahr durch tiefliegende Modelle. Bitte nicht stehen bleiben. Naja, wenn es eine Lena Gerke wäre, dann würde ich schon stehen bleiben. Oberhalb der Autobahn 61, da werde ich ganz wehmütig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte mal wieder so einen Bock, den Camper zu schnappen, in eine fremde Stadt zu fahren und ja, da rumzubummeln. Aber aktuell, ihr wisst ja, mäste nichts dran, gell? Aber es ist wirklich schade. Ich hoffe, der ganze Triss ist bald rum. Gesehen habt, bin ich jetzt schon auf dem Bahntrassenradweg. Ja, die Bahn, die verlief von Koblenz über Bassenheim, Rübenach und Polch bis nach Main-Ost und Münster-Maifeld. Ja, ich dachte, ich komme erst in Ochtendung am alten Bahnhof auf dem Münster-Maifeld-Radweg, aber offensichtlich bin ich schon drauf. Oh, so super. Jetzt radel ich also auf dem Bahntrassenradweg in Richtung Main-Ost. Ihr seht, ich habe die Maske an. Das liegt aber nicht an Corona, sondern weil es schweinekalt ist. Ja, hier passiert jetzt aktuell nicht viel auf dem Bahntrassenradweg. Deshalb nutze ich die Gelegenheit mal, um kurz zu erwähnen, warum ich auf manche Kommentare erst zu spät reagiere. Das liegt daran, ich habe die Kommentare zur Überprüfung ausgesetzt. Seitdem ich hin und wieder Pedelec oder E-Bike in meinem Video verwende oder zeige oder sage, ja, kommen da übelste Beschimpfungen und deshalb lese ich die vorher und schalte dann erst die Kommentare frei und ja, das ist halt einfach, um diesen Hasstiraden vorzubeugen, weil es ist doch interessant, wie das Thema Pedelec, E-Bike, generell Fahrradfahren die Menschheit spalten kann. Das ist wirklich interessant zu sehen und da brauchen wir uns nicht wundern, ja, wenn Diktatoren an die Macht gewählt werden, wenn das Thema Fahrradfahren, wie gesagt, die Menschen so spaltet und in Ekstase versetzt. Ja, das dazu. Aber ich fahre weiterhin beides, weil mir beides unwahrscheinlich gut gefällt und das lasse ich mir von keinem verderben und als solches, schreibt ruhig weiter negative Kommentare zum Thema Pedelec, tippt euch die Finger wund und es wird keiner lesen, außer mir. Und sobald ich erkenne, dass es ein negatives Kommentar ist zu diesem Thema, wird es eh gelöscht und der Nutzer, sofern es beleidigend ist, wird auch dann blockiert. Ja, das war's und da wisst ihr mal, warum manche Kommentare halt so lange dauern, bis ich sie beantworte oder ja, weil es wird mir nicht immer direkt angezeigt, wenn ein Kommentar eingegangen ist
und das dauert dann manchmal ein bisschen. Nehmt es mir nicht übel, ich versuche weiterhin so viele Kommentare wie möglich zu beantworten. Der Bahnhof, der alte Bahnhof von Ochtendung, mein ursprüngliches Ausgangsziel, was ich mir ausgesucht hatte. Aber wie wir gesehen haben, geht er ja unten schon von Koblenz los und ich bin in Bassenheim schon auf den Radweg gestoßen. Jetzt haben wir hier schon so einen schönen Aussichtspunkt mit einer Liegebank, aber es ist noch viel zu früh. Wir haben, glaube ich, erst kurz vor 10. Für mich heißt es weiterfahren. Ich freue mich aber schon auf den ersten Tunnel, aber da wird es noch mal ein gutes Stück kälter drin. Ich fahre hier an so einer Baumallee entlang auf dem Bahntrassenradweg und durch den Wind kommen da Eisbrocken kleine runter, also nicht ungefährlich. Aber schön zu fahren hier, rollt gut, echt klasse, macht Spaß. Und weil es so kalt ist und ja, diesig und ja, nass, sage ich mal, hat man den Weg für sich alleine. Und ihr wisst ja, ich brauche das nicht sagen, das gefällt mir wunderbar. Ich hoffe, man kann es auf der Kamera erkennen. Da hinten ist die Firma Grison de Beukeler und ja, da kann man dann sich mit Plätzchen eindecken im Werkverkauf, wenn man mal nichts zu essen dabei hat hier auf dem Radweg. Ich kann euch gar nicht sagen, wie lecker das hier riecht. Das ist unglaublich, ehrlich. Diesmal ist es keine Brauerei, nee, diesmal sind es Plätzchen. Oh, ein Geruch, Leute. Herrlich. Jetzt stehe ich hier am alten Bahnhof in Polch. Ja, leider alles geschlossen. Aber das hat wohl weniger was mit Corona zu tun, als vielmehr damit, dass es jetzt halt Winter ist. Der Rainer hat mir gerade geschrieben, ob ich auf Tour bin. Ja, Rainer, ich bin auf Tour. Und ich hoffe, du unternimmst heute auch noch was und beglückst uns mit einem Video. Genau an der Stelle habe ich mich das letzte Mal verfahren. Da bin ich weiter nach Münster-Maifeld gefahren, anstatt hier nach Mayen abzubiegen. Weil, soweit ich weiß, kommt auf der Strecke nach Mayen diese Tunnel und dieses Viadukt. Und ja, da will ich ja durch, das will ich sehen. Und deshalb für mich weiter nach Mayen. Was sehen, leicht beleuchtet, einfach schön, ich liebe ja sowas, genial. Aber ihr merkt, ich habe auch heute richtig Bock auf die Radtour. Es wurde endlich mal wieder Zeit, raus zu können, Radtour zu machen und sich ein bisschen aufs Filmen konzentrieren. Wirklich genial. So macht das Spaß am Wochenende. Und so schnell sind dann auch 500 Meter wieder zu Ende. Ah, und da kommt direkt das Viadukt. Genau hier an dem Viadukt geht es hier auch zum nette Schieferpfad, aber den spare ich mir heute. Für mich geht es weiter übers Viadukt und ich glaube, da kommt auch schon direkt der zweite Tunnel. Und das war es dann auch an spektakulärem Highlight hier auf der Strecke.
jetzt stehe ich hier auf dem Nette-Viadukt und das Blöde ist nur, ich kann es euch natürlich nicht zeigen, weil ich stehe ja drauf. Dafür müsste ich runterklettern und das ist mir jetzt zu viel Arbeit. Deshalb geht es weiter für mich in Richtung Mayen. Und dann langsam aber sicher, jetzt nach 40 Kilometern, suche ich mir dann auch mal ein Bänkchen und da werde ich mir was Warmes zu essen machen. Hier hätten wir schon einen schönen Rastplatz, aber ich fahre noch ein Stückchen weiter. Und was wir hier gerade am schönen Rastplatz gesehen haben, das waren die Loren von dem Moselschiefer. Und zwar wurde das im Bergwerk Katzenberg bei Mayen abgebaut. Riesenblöcke. An der Stelle hier in Mayen-Ost geht es jetzt für mich weiter auf den Vulkanradweg. Ja, vom Maifeldradweg direkt auf den Vulkanradweg. Und ich würde sagen, da fahren wir auch noch ein Stückchen drauf, oder? Jetzt bin ich hier im Ortszentrum von Mayen und muss mal schauen, dass ich jetzt irgendwo eine Beschilderung finde zum Vulkanradweg. Ja. Schauen wir mal. Ja, auch in Mayen werde ich erkannt. Er hat mich gerade ein netter Herr angesprochen, dass er meine YouTube-Filme schaut. Ja, freut mich natürlich und ja, ich hoffe, dass ich das Video Sonntagmorgen schon am Start habe und ja, Sie es sich anschauen können. Vielen Dank für die Unterstützung durch das Schauen. So wie es aussieht, bin ich jetzt eine Ehrenrunde oder eine Runde um Mayen gefahren, hier an der historischen Stadtmauer vorbei. Also ist wirklich ein schönes Örtchen, kann ich nur empfehlen, hier mal hinzufahren, sich das anzugucken. Allerdings, wenn ich jetzt nicht den Weg zum Vulkanradweg finde, dann werde ich eine Planänderung vornehmen und wieder auf den Maifeldradweg fahren und mir da was zu essen machen. Das mit dem Vulkanradweg, das hat sich jetzt zerschlagen. Ja, ich bin halt in Mayen, ja, einmal um die Stadtmauer rumgefahren, also um Mayen rum. Und bin jetzt in Richtung Münster-Maifeld unterwegs. Werd mal gucken, dass ich vielleicht irgendwie davor oder in Münster-Maifeld wieder auf den Maifeldradweg komme. Und wie gesagt, der Plan steht noch, Drangier raus, Würstchen rein und ein bisschen lecker essen. Hinter mir nochmal ein Blick auf Mayen. Ich habe jetzt Münster-Maifeld ins Google Navi eingegeben und das sagt mir 16 Kilometer. Ja, und bevor ich da bin in Münster-Maifeld, werde ich mir aber noch was zu essen machen. Und es ging jetzt ordentlich hier einen Berg hoch, deswegen konnte ich auch die Handschuhe ausziehen. Ja, Eifel halt, ne? Jetzt habe ich mich nochmal umentschieden und habe ins Google Navi geguckt und ja, da ist Polch mit 4 Kilometern deutlich näher als Münster-Maifeld. Und dann bin ich auch wieder auf dem Maifeld-Radweg und jetzt habe ich mich für die Variante entschieden. Aber es ist wirklich schön hier oben über die Felder bei Mayen zu fahren. Hier diese Windräder, nicht schön, aber beeindruckend. Also die fauchen ganz schön und haben eine ordentliche Größe. Ha, herrlich. Und Hunger habe ich und Durst habe ich jetzt. Ist auch schon 1 Uhr gleich und ich denke mal, nach 55 Kilometer kann man dann auch mal was essen und trinken. Ich hoffe, der Wind, der pfeift jetzt nicht zu stark, aber hier mit diesem wunderschönen Ausblick 2 Kilometer vor Polch, bevor ich wieder auf den Maifeldradweg komme, mache ich mir mein Essen. Das ist ja wirklich klasse hier. Der Drangia steht und jetzt wird Zeit, dass was in die Pfanne kommt.
sofern mein Feuerzeug mitspielt. Die Finger verbrenne ich. Aha, doch, ist an. Oder? Ja. Also hat ein bisschen Startschwierigkeiten. Nee, es brennt. Einwandfrei. Die Flamme, die sieht man immer so schlecht. Bisschen Öl rein und was soll es anderes geben als Nürnberger Rostbratwurst. Dann habe ich noch ein bisschen Sauerkraut dabei und das soll dann reichen. Senf natürlich. Und solange jetzt die Würstchen da vor sich hin brutzeln und ich das Sauerkraut dann reintun kann in die Pfanne, würde ich sagen, stoßen wir erstmal an. Prost! Herrliche Aussicht, toller Tag. Ich würde sagen, das sieht doch schon ganz gut aus, oder? Oh, freue mich drauf. Das Essen ist jetzt gut. Und jetzt würde ich sagen, jetzt hau ich mal rein. Schön ruhig hier oben. Sorry, wenn die Kamera ein bisschen wackelt, aber das ist der starke Wind. Deshalb kann ich auch die Pfanne auf dem Drangier stehen lassen. Sonst ist das Essen direkt kalt. Dann mal einen guten Appetit. Der Drangia-Kocher, der ist jetzt ausgebrannt und kann jetzt in Ruhe abkühlen, bevor ich ihn wieder einpacke. In der Zeit trinke ich noch das Bierchen und die Kamera, die wackelt hier im Wind. Das ist eine wahre Wonne. Ich bin mal gespannt, ob ihr das nachher deutlich auf dem Bild seht. Und dann geht's weiter nach Polch auf den Maifeldradweg. Ja, mittlerweile ist das hier eine richtig frostige Angelegenheit geworden und ich musste mir auch die Handschuhe wieder anziehen. Aber aktuell ist das Licht hier so genial. Die Sonne, die steht schön tief und ja, ich bin mal gespannt, wenn ich da diese neue Kamera zugeschickt bekomme von der Firma Insta360, von denen ich ja auch die Insta360 One R habe. Ja, wie dieser 1 Zoll Sensor mit diesem Licht klarkommt und ja, was das dann für Bilder ergibt. Da bin ich wirklich gespannt und freue mich schon auf die Kamera und ja, werde ich natürlich auch ganz klar ein Video von machen. Die wollen natürlich sehen, dass man ihr Produkt zeigt, aber das nehme ich gerne mit. Also eine Kamera dazu Verfügung gestellt zu bekommen. Das ist schon klasse. Wie jetzt auch das Pedelec. Also ich freue mich richtig auf die Sachen und ja, die testen zu dürfen und das dann auch im Video zu zeigen. Allerdings muss ich da noch ein bisschen üben, weil ihr wisst, ich bin nicht so der riesen Review-Maker. Also da habe ich noch ein bisschen Lernbedarf. Aber wer weiß, mit der Zeit kommt das auch.
Gerade bin ich wieder am alten Bahnhof in Polch vorbei. Das heißt für mich, ich bin wieder auf dem Dreck. Und jetzt geht es wieder Richtung Bassenheim. Und von da aus geht es für mich runter nach Koblenz. Ja, nach Kilometer 71 bin ich jetzt hier wieder am alten Bahnhof in Ochtendunk. Und hier ist auch der offizielle Einstieg zum Maifeld-Radweg. Ich habe ihn ja fälschlicherweise zu Beginn des Videos Münster-Maifeld-Radweg genannt. Aber er heißt Maifeld-Radweg. Und wie gesagt, hier in Ochtendunk der offizielle Einstieg. Die Bahntrasse ist allerdings länger, die geht jetzt weiter nach Bassenheim und Richtung Koblenz, habe ich ja anfangs erwähnt, und ja, auf der zieht es mich weiter Richtung Heimat. Jetzt bin ich wieder am Ausgangspunkt, hier wo ich heute Morgen auf den Bahntrassenradweg gestartet bin. Ich bin jetzt hier im Industriepark A61, wo Amazon und das alles ansässig ist. Und jetzt trinke ich noch ein Schlückchen Wasser, bevor es die restlichen 20 Kilometer bis nach Koblenz geht. Also von hier aus sind es noch 13 Kilometer bis Koblenz, aber bis nach mir zu Hause. Bis nach mir zu Hause, ja auch nicht schlecht, sind es halt noch 20 Kilometer und da verabschiede ich mich dann von euch. Das tut jetzt gut, so ein Schluck Wasser. Jetzt 91 Kilometern stehe ich hier wieder über dem Rhein, habe jetzt noch 2 Kilometer bis nach Hause, Pfaffenower Höhe, und hier ist es mir allerdings zu laut. Ich würde sagen, ich beende das Video da, wo ich es angefangen habe, bei mir im Keller. Dann bis gleich. Ja, ihr Lieben, ich bin wieder im Keller, oh, ordentlich durchgefroren, und ja, mache mir jetzt ein Fläschchen Bier auf und räume in aller Ruhe das Fahrrad, die Packtaschen wieder aus. Dran hier die Pfanne, das muss natürlich jetzt alles gespült werden. Und dann bleibt mir nichts anderes, als mich bei euch zu bedanken, dass ihr wieder mit auf Tour wart. Wie gesagt, es ist jetzt Samstagnachmittag und ich werde jetzt hochgehen, duschen und ja, die Sachen auf den Rechner laden, die Dateien dann bearbeiten, und ich hoffe mal, dass ich morgen früh, Sonntag, das Video dann fertig habe und das online ist. In diesem Sinne, Prost und auf ein schönes Restwochenende. Euch wünsche ich noch einen schönen Restsonntag und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dirk on Tour. Ciao!